Hallihallöchen! Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das ist mein erstes Video und deshalb stelle ich mich vielleicht einfach mal vor. Ich bin Tanja, ich bin gerade 16 geworden und aus NRW. Und ich werde auf diesem Kanal einige Videos darüber posten, dass ich ein Jahr in die USA gehe und wie es da so ist. Und ja, im Moment stecken wir in den Vorbereitungen und ich denke, ich erzähle einfach mal ein bisschen was darüber, dass ihr mich ein bisschen kennenlernt. Also, ja, ich fliege mit der Partnerorganisation von AJA in den USA. In Deutschland heißt die Organisation AIFS. Ich bin für 10 Monate in den USA und ich habe noch keine Ahnung wo. ja, aber erstmal dazu, warum fliege ich eigentlich in die USA? Also allgemein finde ich, es ist ein super cooles Land und schon einige Freunde von mir waren da, ein Kumpel ist gerade noch da. Und ich bin einfach total neugierig. Ich höre immer von diesem School Spirit und ja, von den Leuten und von dem Essen. Und ich bin einfach total neugierig. Ich freue mich total auf dieses Jahr. Und genau. Zu guter Letzt natürlich, mein Idol wohnt da, Justin, aber dazu vielleicht erstmal weniger. Ja, eigentlich ist das ein ziemlich dummer Zeitpunkt, schon ein Video zu machen, weil ich habe noch nicht so viel. Ich habe noch keinen Abflugtermin, noch keine Gastfamilie. Eigentlich noch nicht wirklich viel. Ich war beim Vorbereitungsseminar. Davon kann ich mal was erzählen. Also, ja, wir kamen da an und erstmal wurde allgemein ein bisschen was zu den grundlegenden Regeln erzählt. Natürlich kein Sex, keine Drogen, kein Alkohol, kein Widersetzen gegen die allgemeinen Regeln halt. Kein Schule schwänzen und so weiter. Aber ich denke, das ist durchaus klar. Außerdem haben wir bei dem Vorbereitungstreffen einige Sachen bekommen. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Also, wir haben bekommen so ein Prospektbuch. Wir haben bekommen so Namensschilder, Anhänger. Dann noch so ein Prospekt von AYA und eine Adressliste. So eine ziemlich coolen Hefter, wo man verschiedene Sachen reinheften kann, die wichtig sind, irgendwelche Unterlagen. Dann haben wir bekommen einen Pulli von AIFS, den wir zur Abreise anziehen müssen. Genauso wie ein T-Shirt, was wir auch zur Abreise anziehen müssen. Ja. So. Natürlich haben wir nicht nur Sachen bekommen, sondern auch ein paar Informationen. Ja, also wir haben ein bisschen was halt erst grundlegend gehört und dann haben wir über den Alltag geredet. Das war ziemlich cool, weil wir hatten verschiedene Returnees da. Das waren Leute, die halt in den USA schon waren und wiedergekommen sind. Und die haben ja erzählt, wie es bei denen war, wie die mit Handys umgegangen sind, mit Geld abheben. Mit der Gastfamilie, mit Problemen, mit Freunden, mit allem drum und dran. Das war sehr informativ und ich fand das echt super gemacht. Ja, außerdem hatten wir ein Mädchen aus den USA da, die das gleiche, was ich in den USA mache, in Deutschland macht. Die war auch sehr nett und die hat auch viel aus den USA erzählt. Außerdem haben wir viel über die Indirektheit von Amerikanern und so weiter erfahren. Ja, und dann habe ich viele nette Leute da auf jeden Fall kennengelernt und ich bin in eine Facebook-Gruppe geraten, wo es super nette Leute gibt, die alle das Gleiche machen möchten wie ich und ja. Was gibt's noch zu erzählen? Habe ich einen Wunschstaat? Naja, also ich denke, so nach Kalifornien oder Florida wäre schon ganz cool, aber das will halt jeder, ne? Also, ich habe keinen wirklichen Wunschstaat. Wäre cool, nicht so in die ganz kalten Gegenden. Aber ey, ich habe das öffentliche Programm gewählt. Ich muss damit leben, wo ich hinkomme. Ich komme auch damit klar. Es geht mir darum, in den USA zu sein und nicht unbedingt in einem bestimmten Staat. Ich möchte einfach möglichst viel sehen. Ja, eine Wunschfamilie habe ich auch nicht wirklich. Ich habe angekreuzt, dass ich alles nehmen würde, also zum Beispiel Rentner, alleinstehende Personen, eine Doppelplatzierung mit einem Mädchen oder Jungen aus einem anderen Land. Und ja, so ist es auch. Also ich würde alles nehmen, ich würde mich auf alles einlassen, denn alles hat wirklich seine Vor- und Nachteile und es muss nicht immer die perfekte Familie sein.
Ja, was steht demnächst noch an? Ja, also erstmal kriege ich hoffentlich dann mal meine Gastfamilie, weil dann weiß ich auch meinen Abflugtermin. Außerdem bekomme ich dann die Visumsunterlagen zugeschickt und muss dann zur Frankfurter Botschaft. Ja, genau. Dann mache ich natürlich auch wieder ein neues Video, wenn ich was über die Gastfamilie weiß. Dann erzähle ich euch das alles und dann freue ich mich darauf, wenn ihr meine Videos kommentiert und liked und vielleicht abonniert. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt sie mir als Nachricht. Ich bin gerne offen und beantworte eure Fragen. Ja, habt euch lieb, schönen Tag noch.